Hey Leute und willkommen zurück zu das scheint wohl keiner hier zu sein, zu Taichis Story. Da ist die Tür, okay. Hallo? Hallo! Kein Digimon hier. Ach, da ist noch ein Teddy auf dem Bett. Vielleicht hätte ich das dich, aber nicht mich. Nicht? Kannst du Teddy essen? Hi Teddy. Sag nichts zu dem Teddy. Fässchen. Ihr seht mich nicht, na eigentlich schon, aber macht ihr nichts. Ist er auch zu? Na dann. Da war ich drin, oder? Also nicht drin. Nein, wir brechen hier nicht ein. Doch. Komm schon. Ein guter Platz zum Angeln. Dann angle. Ein Brunnen. Hallo? Hallo? Niemand da. Die V-Bahn im besten Waldgebiet. Okay, das ist alles schon ziemlich seltsam. Habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Drei? In dem Berg, da gibt es eine W-Bahn, V-Bahn, was auch immer. Viel besser als durch den Wald zu laufen. Denn sollte einer der anderen nie hier gewesen sein, dann sind sie bestimmt auch mit der V-Bahn gefahren. So kommt man eben schneller voran, anstatt durch den langen, sinnlosen Wald zu laufen. Na gut, dann sollten wir am besten auch damit fahren. Sinnlosen Wald? Sie betreten leicht den kilometerlangen Wand. Die V-Bahn ist hier zu fällen. Alles klar. Wir wollen doch mit der... Ja. Du wolltest mit der V-Bahn fahren. Was bist du? Blumen. Kann ich nicht essen. Ich bin kein Vegetarier. Kurumon, wo sollten wir jetzt am besten hin? Wir haben keinen, den wir fragen können. Mir fällt da gerade was ein. Am besten fahren wir ins Wintergebiet. Och nee, es ist draußen schon Winter. Hier in der V-Bahn müssen ein paar Züge stehen, die da in der Nähe halten. Okay, aber warum ausgerechnet hier hin? Weil das Wintergebiet am nächsten ist. Gabumon ist vielleicht dort anzutreffen und vielleicht auch Matt. Na gut, dann gehen wir halt ins Wintergebiet. Sind sein muss, ein Kiosk, aber keiner, der ihn führt. Das ist auch ein Schreibfehler, egal. Lieber nicht. Nicht. Kann ich speichern? Jo. Danke. Laufen? Du bist doch irre. Das ist ein Poster. Ich hoffe es mal, das sieht ziemlich scary aus. Ich erstelle mal noch einen zweiten Speicherstand. Okay. Fahren wir halt mit der V-Bahn. Hey, hier ist keiner. Wir fahren los. Was zum... Und wir fahren mit der Deutschen Bahn, wie es aussieht. Naja, fast zumindest. Da kommen wir eigentlich nie an. Ich schätze, dass diese V-Bahn auch nicht mehr die beste ist. Wann kommen wir denn an? Ich weiß nicht genau. Weiß ja nicht mal, ob das der richtige Zug ist. Ja, super. Was? Jetzt wissen wir ja gar nicht, wo wir ankommen. Goromon, du bist doof. Tut mir leid, Tai. Ach schon, okay. Wäre auch mein Fehler. Bin einfach mit eingestiegen. Hoffentlich kommen wir hier überhaupt wieder raus. Naja, so lange kann ich mich auch nicht noch etwas hinlegen. Hab vorhin nicht sehr gut geschlafen. Das kann ich verstehen. Aber wieso solltest du in der U-Bahn besser schlafen können, Tai? Ob wir jemals die anderen finden? Ich hoffe, ihnen geht's auch so gut wie mir. Ich will sie so schnell wie möglich treffen. Deshalb wurde ich eigentlich wieder in die Digi-Welt geschickt. Gibt es neue Gefahren? Das leergeräumte Digimon-Dorf kam mir sehr seltsam vor. Kam wieder etwas aus dieser Feuerwand, von der Genai damals sprach? Wie dem auch sei, wir werden es schon herausfinden und jede Situation meistern. Ich will Kurumon vorerst nicht zu viel zumuten. Schließlich ist es noch schwach. Hoffentlich ist in der Digi-Welt auch alles in Ordnung. Alles so gut. Denkst du, Tai, ne? Schläft der jetzt hier, der schläft. Kurumon? Kurumon?
Verdammt, hey, wir müssen rausspringen. Hä, was ist denn? Oh nein, der Feuer geht's ja nicht mehr weiter. Autsch. Das hört sich übel an. Cormon, bist du hier? Ich bin hier. Wo sind wir? Oh. Hä? Im Zugtunnel? Ist alles mit dir okay? Ja, bei dir auch? Ja, wir hatten nochmal Glück. Aber bitte das nächste Mal keine V-Bahn mehr. Wow, es brennt. Wir sollten jetzt hier verschwinden. Seltsam, warum ist hier denn auf einmal eine Wand? Das kann doch nicht sein. Wer war das? Ja, haut besser ab. Da brennt's. Und wie es hier brennt. Steht da was? Station, wir hoffen, dass sie eine gute Fahrt hatten. Ja, toll. Wenn ihr etwas meckern hört, das ist meine Katze, die aus dem Fenster schreit. Naja. Musst du mal aufs Klo? Nicht. Auf jeden Fall nicht aufs Damenklo. Musst du aufs Herrenklo? Auch nicht. Oh nein! Was? Ich schaffe es nicht mehr. Oh, schon besser. Oh, Mann. Das darf doch alles nicht wahr sein. Cormon, na schöne Scheiße. Sieht genauso aus wie die aus Binding of Isaac. Und wir kommen aus dem Berg wieder raus. Eine schöne Logik habt ihr hier in der Digi-Welt. Ja? Ist so. Sperrgebiet, Westen. Okay, warte. Gehen wir ins Sperrgebiet? Nicht gelesen, hier geht's nicht weiter. Ja, ich hab gelesen. Hi! Hier ist erst noch der Waldeingang vom Ogrewald. Sollten wir hier nicht eine Nacht bleiben? Ist ja schon nachmittags. Also, wenn es sein muss, ich wäre ja außerdem ab und zu mal nett, wenn ich mich nicht richtig ausruhen könnte. Heißt der Wald Ogrewald eigentlich Ogrewald, weil dort Ogremon wohnen oder so? Hier stinkt er nämlich gewaltig, oder ist er es? Genau. Und was kann ein noch kleines, müdes Gormon tun wie ich? Na gut, aber nur eine Nacht. Wir müssen die anderen Dekrete vor und von uns finden. Müssen wir hier eigentlich durch? Ja. Wir müssen weiter in die Nord... In die Nordosten. In... Nach Nordosten. Egal. Um ins Wintergebiet zu kommen. Wir sind zum Glück doch noch... Doch halbwegs auf dem richtigen Weg. Das ist Süden, aber okay. Okay, aber ich habe ein ungutes Gefühl hier. Ja, ich würde hier auch nicht unbedingt pennen. In einem Wald. In dem es so still ist. Und ein Fernseher steht. Ein Fernseher? Ja, guck doch, was kommt. Speichern. Teil 2. Teil? Meinst du, wir können hier bleiben? Na, von mir aus. Jetzt haben wir aber vorher noch etwas Holz. Ja, mach du das, Cormon. Aufpassen! Was machst du denn jetzt schon wieder, Cormon? Tja. Hehe. Bist du dir eigentlich sicher, dass hier auch keine Ogremon aufzufinden sind? Nein, das hier ist nur der Eingang. Hier sollte es keine Ogremon geben. Na, wenn du das sagst. Und jetzt kommt bestimmt eins. Hä? Das hört sich nicht gut an. Da, schon wieder. Oh. Hey, was glotzt ihr so blöd? Was habt ihr hier außerdem zu suchen? Wir übernachten hier, das ist doch nicht schlimm, oder? Leiner, das ist jetzt auch unser Wald. Und wer hierher kommt, kommt nicht mehr so einfach hier raus. Doch, ich schon. Hey, du dummes Vieh, komm doch her, wenn du dich traust. Hast du kleines Kopfkissen gesagt? Du hast mich schon verstanden. Kämpf doch gegen mich. Nein, Cormon. Bist du zu Argumon oder was? Das löse ich auf, offenbar. Jetzt reicht's!
Was tust du da? Sieht ziemlich seltsam aus, wie die kämpfen. Okay, jetzt kann ich kämpfen. Goromon! Nein! Was geschah? Es sah ziemlich seltsam aus, wie es jetzt so verschwunden ist und verhauen wurde. Hahaha! Hast du jetzt genug, du kleiner Grashüpfer? Jetzt soll die Sprache verschlagen, was, du kleines Mistvieh? Okay, jetzt ist das Digi-Weiß voll. Jetzt fängt's erst an! Koromon digitiert zu! Koromon digitiert zu! Sag ich doch. Agumon! Danke. Hi, Agumon. Jetzt können wir es ja nochmal probieren. Ha! Nur weil du kleiner wichtiger Dir bist, aber wie du willst. Okay, jetzt kann ich jetzt kämpfen. Bitte? Okay. Hey, Agumon. Agumon versus Ogremon. Round 1. Fight. Ne, das ist ein anderes Spiel wahrscheinlich. Süß. Das ist Kampf gegen Ogremon. Ein Angriff mit deinem zu starten drücke Enter oder Leertaste. Damit setzt du die kleine Flamme von Agumon ein. Treffe mit der Attacke deine Gegner, um sie zu besiegen. Achte aber öfters auf deine Gesundheitsanzeige. Kriegt er mich dann auch? Yes, besiegt. Digi-Fleisch erhalten. Und nach was zu kommen. Sie kannst du nur einsetzen und halt die Digimon in der Nähe sind. Ach so. Ansonsten ist es sinnlos. Und wegteleportiert. Ja, du bist digitiert. Endlich. Das war im richtigen Augenblick. Ansonsten wären wir fertig gemacht worden. Das denke ich auch so. Danke, Agumon. Jetzt lass uns aber die weitergehen. Egal. Ich will unbedingt noch die anderen finden. Auf in den Osten. Und jetzt können die Ogremon uns nicht so leicht im Dunkeln sehen. Wir sollten uns trotzdem beeilen. Es könnte bald hell werden. Mach noch das Feuer aus. Nee, machst du nicht. Halt von der Ogremon. Ogremon. Hm? Am besten sollten wir uns durchschleichen, damit uns die Ogremon nicht sehen. Er sollte dich im Zaum, Agumon. Keine Attacken. Der Nebel. Der Ogrewald. Wer nicht hört, muss fühlen. Geht weg. Geht weg. Komm ich da weiter? Ich will hier weiter. Wo geht's weiter? Ich hab doch Angst vor den Ogremon. Das ist auch eins. Ich hab mich nicht gesehen. Ich sollte auf dem Pfad bleiben. Mehr oder weniger. Die haben mich nicht gesehen, die Trottel. Das ist die Brücke. Oh shit. Oh shit. Durchschleichen, ne? Die sind wohl blind. Oh, dich habe ich nicht gesehen, Typ. Oh, 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 oh. Nicht zu viel aufs Mal, ne? Sehen die mich oder sind die wirklich so dumm? Sind die mir hinterher? Nee, kommen sie nicht. Dumme Viecher. Diese Ogremon. Oh. Steht ja einfach da so. Hab ich den Wald hinter mir. Wow, endlich aus diesem Wald raus. Und es ist schon hell. Ich habe mich immer noch nicht richtig ausgeruht. Ich könnte so gut wie umfallen. Nur so gut wie. Naja. Komm schon. Ich fühle zwitschern. Alles ist schön. Es ist Tag. Sehr toll. Nicht in die Blume laufen, Agumon. Hier gibt's sonst nichts. Da komme ich nicht weiter. Gehe ich halt den Pfad entlang. Hier beginnt jetzt das Wintergebiet. Na, worauf warten wir? Ja, darauf, dass es Sommer wird, vielleicht? Wäre so eine Option.
Tageslicht. Was willst du mir sagen? Es ist ziemlich kalt hier. Außerdem ist es extrem dunkel. Ja, ist es. Ich habe weitergedrückt. Die Bäume lassen ja kein Sonnenlicht durch. Aber es ist es sehr schlimm für dich, Tai. Ach, warst du ein bisschen kälter, mach mir nicht aus. Aber du hast ziemlich kurze Klamotten an. Ach, lass mich doch. Gehen wir weiter. Na gut. Aber nur zum Tipp. Hier gibt es viele besagte Dämonen. Bleib immer in meiner Nähe. Kein Problem. Den werden wir schon fertig. Hoffentlich sind wir hier schnell durch. Tai hat sich kaum ausgekleidet und läuft hier noch mit kurzen Klamotten rum. Hier in diesem Gebiet kann sowas böse enden. Ja, kann es wohl. Telefon, ich glaube kaum, dass ihr damit telefonieren könnt. Also, es war ein böses Gabumon. Das ist mir gegangen. Was bist du? Wow! Das ist so viel. Wofür das wohl gut ist, lass mir lieber die Finger davon. Okay, hier oben muss ich gar nicht hin. Okay, jetzt kann ich alles angreifen. Komm her. Shit! Wie komme ich ins Inventar? Okay. Schon besser. Das hat mich noch erwischt. Mistvieh. Gehen wir weiter. Artige Gabumons. Doch nicht fair. Ich treff nicht. Wieso treffe ich die nicht? Ich treff die nicht. Habt ihr gesehen? Okay, ich bin gestorben. Das war dumm. Ja, fahren wir hier weiter. Ja, ja, telefonier nicht. Treff die nicht. Kacke. Da lassen wir die Finger von. Ich wollte es nochmal anschauen. Nehmen wir noch das Fleisch mit. Ich treffe die manchmal nicht. Das ist ziemlich kacke. Liegt das in mir oder? Oh. Muss offenbar genau in der Nähe sein. So, kaputt. Habe ich hier aufgeräumt? Ja. Dieses tolles Vieh. Komm mir entgegen. Ich war besser wieder zurück. Okay, jetzt muss ich mich schon wieder heilen. Kacke. Ziemlich kacke. Okay. Komm, diese ollen Viecher. Komm her. Komm her. Muss ich alle angreifen? Nein, 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 nein. Ich hau ab. Ich will nichts von dir wissen. Oh, hey, Agumon. Schau mal, Fußspuren. Wir müssen unbedingt weiter. Doch lieber hier in dieser Höhle für eine kurze Zeit bleiben, damit ich dich aufwärmen kann. Du hast sehr kurze Sachen an und es schneit immer heftiger. Lass uns bitte kurz Pause machen. Bist du jetzt irre geworden? Jetzt doch nicht. Wir. Oh nein! Tai! Ich bring ihn besser rein. Ja, jetzt ist er umgekippt. Vom Schnee in den Sandsturm. Ist auch nicht schlecht. Wo bin ich denn jetzt gelandet?
Wer bist du denn? Du kleines, nutzloses Etwas. Lass deine Finger von Plänen, von denen du nichts verstehst. Geh wieder dahin zurück, wo du herkommst. Was? Was und wer bist du? Was ich bin? Auf jeden Fall kein armseliges Würstchen wie du. Wie nennst du mich? Was passiert? Wer ist das? Was ist das? Was willst du von mir? Du bist doof. Tai, du bist endlich wach. Oh, ja. Ruh dich am besten noch etwas aus. Ja, mach das. Nein, schon okay. Mir geht's schon wieder gut. Tut mir leid, dass ich so übereifrig war. Ich möchte doch nur die anderen finden. Das ist mir derzeit sehr wichtig. Ist schon okay. Es freut mich gerade sehr, dass es dir wieder gut geht. Nachdem du zusammengebrochen bist, habe ich dich hierher reingetragen und ein Feuer angezündet. Es war wohl keine gute Idee, im übermüdeten Zustand hier rumzulatschen und dazu kurze Klamotten zu haben. Ja, aber jetzt fühle ich mich wieder fit. Vielen Dank, Agumon. Kein Problem. Wer war dieser Junge in meinem Traum? Hat er all damit zu tun? War vielleicht nur Zufall. Vielleicht. Okay, Leute, aber das war's für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.